Liebe Handballfreunde und herzlich willkommen in der Sporthalle Lehzen zum 5. Spiel der MV-Liga. Zum Heimspiel der SG Bansko Lehzen gegen den SV Warnemünde. Und Überraschung, Überraschung, die SG Bansko Lehzen auf dem Sonnenplatz in der Tabelle, Platz 1, nachdem es letzte Saison nicht so gut lief, hat man nur mit 4 Siege in Folge mit 8:0 Punkten sich ganz oben platziert. Zu Gast heute Warnemünde, die mit 3 Niederlagen und jetzt zuletzt mit einem Sieg gegen den Güstrower HV 34-30 gestartet sind. Nun wollen sie auch in Bansko etwas mitnehmen, gegen die Banskoer. Die haben sich traditionell sehr, sehr schwer gefahren gegen Rostocker Mannschaften, dementsprechend auch gegen den SV Warnemünde. Und am Rostocker gegen Schwerintag heute, nachdem Neumüller SV gerade spielte, gegen den FC Hansa Rostock entstand 0-7, wollen nun hier die Schweriner Vertretung der SG Bansko Lehzen etwas besser machen und die 2 Punkte in heimischer Halle lassen und damit einem Traumstart von 5-0 Siegen das Ganze abrunden. Und dann wollen wir mal gucken, wiefern das gelingt oder ob der SV Warnemünde nach dem Sieg gegen Güstrow ein starkes Spiel hier in Lehzen folgen lassen kann. Gehen wir in die letzte Minute und ich glaube, die können wir genießen hier in Schwerin. Felkel, Pass auf, Kinscher und der Kemper, Tor! Jetzt funktioniert einfach alles. Jetzt kann man sich auch mal erlauben, einen Zweitligisten vorführen zu können. Super Situation. Jeder wusste, was passiert. Jeder wusste, wie er zu laufen hat. Und dann stimmt natürlich das Timing und der Abschluss einwandfrei. Unglaublich. Sind noch 40 Sekunden hier. Die Halle rockt hier hinter uns, das ist unglaublich. Schweres Brot für Nordhareslee, so gut in die Saison gestartet waren. Manuela Roth, nochmal auf den Kameramann. Dann gibt es nochmal Einwurf für Haresley. Das muss man sagen, sie spielen es komplett zu Ende, trotz dass das Spiel hier entschieden ist. Ja, der Kameramann steht auch sicher da unten. Jetzt nochmal einstellen. Und jetzt nochmal Anje Thormann, Benny Kützel. Schade, schade. Der war nicht drin. Aber das können wir getrost abhaken und der Schönheitsfehler heute. Genau, genau. Und das war's hier. Was? Aus. Die Sensation ist perfekt. Grün-Weiß-Schwerin besiegt den TSV Nordhareslee mit 35. Gucken Sie sich die Gesichter von Nordhareslee an. Ich glaube, Enttäuschung ist schon samt ausgedrückt. Ich glaube, das ist Niedergeschlagenheit, Enttäuschung. Thank you.
den Handball und vor allem in die Pferde. Geht es hier jetzt nur zum So, auf geht's jetzt zum fünften MV-Ligaspiel SG Banskoletzing gegen den SV Warnemünde. An meiner Seite habe ich als Expertenkommentar Uwe Weber, langjährig Trainer der SG Banskoletzing und jetzt in der Handballabteilung der SG Banskoletzing aktiv. Erstmal vielen Dank, dass du dich bereit erklärst, hier mit mir den Kommentar zu gestalten. Und dann wollen wir mal angucken, du hast ja selber die Erfahrung, Warnemünde, schweres Pflaster für die SG Banskoletzing, schon immer. Nein, glaube ich nicht. Warnemünde hat zwei Abgänge mit Jakobsen und ich weiß nicht mehr, wie der andere heißt jetzt. Ich denke mal, wenn wir so spielen wie die Spiele, die ersten vier Spiele, sage ich mal, werden wir hier gegen Warnemünde keine Probleme haben. Ich will natürlich auch hoffen, dass der Kader, sage ich mal, unserer Mannschaft hier ohne Verletzungen über die Saison kommt. Das ist ganz wichtig, gerade Lars Klüdermann, Daniel Wach, unsere etatmäßigen Rückkommensspiele, Mai Seider als Mittelmann. Und ich wünsche der Mannschaft für heute alles Gute, hoffe, dass wir einen Sieg einfahren. Die Höhe, sage ich, ist für mich ganz egal, Hauptsache wir haben die beiden Punkte. Ja, und jetzt wollen wir mal gucken, Henrik Strauß scheiterte im ersten Versuch, jetzt nochmal Henrik Strauß und da ist er drin, 1:0 für die SG Banskoletzing. SV Warnemünde hat in der Defensive jetzt sehr offensiv begonnen mit zwei vorgezogenen Spielern. Ist das ein? Es war lange Zeit ein Mittel gegen die SG Banskoletzing, immer noch? Ja klar. Ich kenne das aus den vergangenen Jahren, sag ich mal. Ich weiß nicht, was Bürger jetzt hier groß geändert hat, aber wir haben immer Probleme gehabt, sag ich mal, wenn die geringere Mannschaft offensiv gespielt hat, dass unsere Rückraumspieler, sage ich mal, nicht in Position gebracht werden. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier dieses Spiel auch, sage ich mal, in der ersten, zweiten Welle, was wir in den anderen Spielen gesehen haben, entscheiden werden und dann wird uns das auch reichen. Und da der Ausgleich durch Dustin Stark, da beschwert sich Mike Stenzel, knapp über den Kopf geworfen, 1:1. Und erste technische Unsicherheit auch sein von Banskoletzing, der Pass natürlich unerreichbar. So, den Ball wieder abgefangen und wieder ist Henrik Strauß zum Konter da und er macht das zweite Treffer. Den zweiten Treffer, natürlich zum 2:1 für die SG Banskoletzing. Nur ist es in der Saison relativ überraschend. Auf Platz 1 SG Banskoletzing, eigentlich Regelabsteiger, mit Glück in der Liga geblieben. Dann folgen Demmin und Ribnitz, beides Aufsteiger. Wie ist das zu erklären inzwischen? Schön durchgesetzt und das Tor von Patrick Peters. Zu erklären ist das damit, dass wir letzte Saison eine Woche Vorbereitung hatten, der Spielerkader, sei mal durch Lars Klüdermann, gerade auch für mich, Abwehrangriff, sehr stark verstärkt wurde. Oh. Und Bürger Frön, sei mal, auch eine sehr gute Arbeit gemacht hat in der Vorbereitung. Was wir letzte Saison nicht gesehen haben, ja, kurz, das ist das Tor von Lars Klüdermann. 3:2. Was wir letzte Saison nicht gesehen haben, die erste, zweite Welle, was wir in den vergangenen Spielen jetzt auch gelaufen sind. Und hier sichtbar ist, sag ich mal, das ist eine gute Arbeit von Bürger. Auch freue mich auch drüber und will hoffen, dass es so weitergeht. Ja, das war die Sicht der SG Banskoletzing, aber wie ist es zu erklären, dass sich auch zwei Aufsteiger so da oben reingesetzt haben, auch wenn natürlich erst vier Spieltage gespielt sind? Ja, zwei Aufsteiger, man muss auch sehen, ich meine Ribnitz zum Beispiel oder auch Termin, ich kenne die Mannschaften nicht. Ribnitz hat sich ja mit zwei Warnemündern verstärkt. Wir sind im
im Prinzip so geblieben mit der Mannschaft, bis auf Lars Müdermann. Für mich ist entscheidend die Arbeit von Bürger, sag ich mal, dass er das Team jetzt so geformt hat, was ich letzte Saison vermisst habe. Es ist jetzt ein Team und es wird umgesetzt, das, was der Trainer sagt. Ich freue mich einfach drüber. Und mit den Aufsteigern, sag ich mal, man muss sehen, ich weiß es auch nicht, mit wem, wer sich verstärkt hat. Das wird sich dann ja zeigen, sag ich mal, wenn wir gegen diese Mannschaften spielen. Ich freue mich schon auf Ribnitz, sag ich mal, nach dem Pokalwochenende. Und wir werden ja auch mit reichlich Fans da hinfahren. Es wird sich zeigen. Indessen gab es Gelb gegen Lars Klüdermann. Du sprachst es jetzt an, das Pokalwochenende. Jetzt nehmen wir die Chance auch mit. Und wieder ist Mike Stenzel da. Und der Konter über Marco Ohm. Und es gibt Freiwurf. Pokalwochenende. Der Pokal gilt immer so als relativ wertlos im HV. Einfach jetzt hat es eine Umstrukturierung gegeben. Jetzt ist der Pokal für Mecklenburg-Vorpommern, der NOAV-Pokal, den gibt es nicht mehr. Und die Drittliga kommt dazu. Wie wichtig ist so ein Pokal für eine MV-Liga-Mannschaft? Ich sag mal, der Pokal, ich habe auch damals als Trainer viel drauf gegeben. Ich wollte auch weiterkommen. Aber ich sage mir, man muss im Pokal jetzt nicht unbedingt weiterkommen. Ich würde mich freuen, wenn Bürger sich als Trainer auf die Saison konzentriert. Man spielt im Pokal gegen Mannschaften, sage ich mal, die nicht das Niveau haben von der MV-Liga jetzt. Und es kann auch passieren, dass sich gewisse Leute verletzen. Bloß weil man im Pokal unbedingt, sage ich mal, jetzt weiterkommen möchte. Also ich habe auch gehört, dass Bürger da die Leute einsetzen möchte, die hier nicht so große Spielanteile bekommen, können sich da beweisen. Und wenn wir weiterkommen, kommen wir weiter. Und dann werden wir den nächsten Gegner auch ernst nehmen, denke ich mal. Da gehen wir noch kurz rein. Dritter Treffer von Lars Lüdermann, jetzt 2 in Folge, 6:2 für die SG Bansko-Lezen. Und der Tabellenführer zeigt sich als solcher und führt hier klar.